Der angebissene Apfel, das goldene M oder der silberne Stern. Nahezu jedes Kind weiß, welche Marken hinter diesem Logo stecken. Die wertvollste Marke der Welt ist und bleibt auch in diesem Jahr Coca-Cola. Eine gute Marke wie Coca-Cola macht genau drei Sachen. A, ist sie finanziell wertvoll für das Unternehmen. B, kann sie mit ihrer Marke die Kunden davon überzeugen, sie und nicht die Konkurrenz zu kaufen. Und C, kann sie die Kunden überzeugen, sie auch immer wieder in der Zukunft zu kaufen. Wie wichtig eine Marke ist, hat kein Unternehmen so gut verstanden wie Apple. Der Technologiekonzern stürmte auf Platz 8 der wertvollsten Marken und ist damit der große Gewinner des Rankings. Trotz der turbulenten Zeiten, die jetzt in den letzten 4 Wochen, seitdem Steve Jobs gegangen ist, hat die Marke natürlich wahnsinnig viel geschafft und ist mit 58% dieses Jahr immens gewachsen. Sowas haben wir in unserer 11-jährigen Historie noch nie gesehen. Aber nicht nur die Technologiemarken sind auf dem Vormarsch, auch Deutschlands Marken steigern ihren Wert immer mehr. Die beste deutsche Marke ist Mercedes-Benz. Ausgezeichnet vor allem dadurch, dass sie immer wieder die Marke neu entwickelt und neue Sachen auf den Markt bringt. So konnten auch BMW oder Allianz ihren Marktwert steigern. Mittlerweile stammen 10 der 100 besten Marken aus Deutschland. Im Ranking die zweitwichtigste Nation hinter den USA. So wissen deutsche Unternehmer, dass sie sich selbst in turbulenten Zeiten auf ihre starken Marken verlassen können.